Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier heute zu unserem ESC Kompakt Live mit einer Spezialausgabe. Wir widmen uns heute nämlich voll und ganz dem Junior Eurovision Song Contest und nicht irgendeinem, sondern der 2020er Ausgabe. Das heißt der Ausgabe, die jetzt dann auch am kommenden Sonntag stattfindet. Und wir wollen heute mal zu dritt, ihr seht, wir sind zu dritt, Max ist noch da, hallo Max. Flo ist da, hallo Flo. Moin, moin. Und ich, Benni. Und genau, wir gehen jetzt mal so nach und nach gleich die Beiträge des diesjährigen JESC durch und sagen, wie wir die Beiträge so finden, was wir denken. Vergeben natürlich auch Punkte, wie sollte es beim ESC oder Junior ESC anders sein. Und am Ende sagen wir dann auch noch, was eigentlich jetzt so unsere Top 3 sind. Wir freuen uns natürlich, wenn und dass viele von euch über YouTube live zugucken. Das heißt, wenn ihr Kommentare habt, auch gerne, wenn ihr zwischendurch mit uns die Beiträge bewerten wollt, schreibt gerne eure Punkte in die Kommentare. Da freuen wir uns sehr. Und wir freuen uns aber natürlich auch, falls ihr nicht live zuguckt und das Ganze hinterher als Podcast hört. Wie auch immer, noch mehr freuen wir uns, wenn ihr dieses Video liked, kommentiert, den Kanal abonniert oder eben auch den Podcast, je nachdem, wo ihr uns seht oder hört. So, es wird schon von ESC-Fans 2009 auf jeden Fall gelobt, dass es gut ist, dass ihr beide mal wieder dabei seid, finde ich auch. Sehr schön. Und genau, so haben Duisburg und Peter heute mal ein bisschen Pause und genau, jeder muss mal ran und jeder darf mal pausieren. dann würde ich sagen, starten wir doch direkt ohne viel Vorrede, es sei denn, jemand von euch will noch einen Schwank aus seinem Leben erzählen. Ist irgendwas Besonderes passiert, was wir oder beziehungsweise was die breite Öffentlichkeit wissen sollte? Max, leider du hast jetzt Urlaub ja. In Corona-Zeiten, das heißt, du bist eine Woche zu Hause. Ja. Eigentlich hatte ich Madrid wieder geplant und gebucht, aber es hat sich ja wie so vieles anderes erledigt. Also nicht daheim. Ja, schön. Und Flo studiert fleißig. Die digitale Uni geht ja auch in Corona-Zeiten weiter, ob man will oder nicht. Sehr gut. Okay, ich würde vorschlagen, wir starten und wir haben uns überlegt, total fancy und außergewöhnlich, dass wir heute die Beiträge in der Startreihenfolge besprechen und bewerten. Die Startreihenfolge wurde heute veröffentlicht und, surprise, surprise, auf Platz 1 startet Deutschland. Susanne mit Stronger With You. Und ja, das ist ja einer der Startplätze, die ausgelost wurden. Also ganz vorne und ganz hinten will niemand starten. Die werden dann immer ausgelost. Deutschland hat die 1 gezogen, beziehungsweise auf den ersten Startplatz wurde Deutschland gezogen, muss man so sagen. Und ja, wir starten direkt auch mit dem deutschen Beitrag. Max, wie findest du denn den Debütbeitrag von Deutschland beim Junior ESC? Wir sind ja zum ersten Mal dabei dieses Jahr. Ja, also ich muss sagen, ich mag ihn auf jeden Fall. Ich muss auch nachschieben, dass ich ein riesiger See You Later Fan war in der Vorentscheid. meine Traumkombi war auf jeden Fall Susan und See You Later. Ich war dann nicht allzu traurig, dass es halt Stronger With You geworden ist. Fand am Anfang, dass es auf jeden Fall eine gute Wahl war, ist es eigentlich immer noch, aber jetzt so mit der Zeit und als ich dann gesehen habe, was die anderen Länder so ausgesucht haben, ist es ein bisschen nach hinten bei mir gerutscht, weil es einfach nicht so raussticht. Also ich hatte ja schon die Befürchtung oder die Vorahnung, es muss ja keine Befürchtung sein, dass 90-100% aller Länder wahrscheinlich mit irgendwas Corona-mäßigem antreten. Und auch so mit so ein bisschen den gleichen Style. Es ist auch ein bisschen so geworden. Also es sind 80% langsame Lieder und da ist es schwer, halt mit Strong With You irgendwie herauszustechen. Unser größtes Plus ist aber auf jeden Fall Susan. Ich habe gesehen und gemerkt, dass sie international sehr gut ankommt. Also sie kommt sehr sympathisch rüber, weil das wissen wir ja. Sie kann super singen. Das ist so unser Strong Suit.
Alles steht und fällt, aber dann mit dem Lied. Und ich glaube, ja, vielleicht ist ein gutes Mittelfeld drin. Sagen wir eigentlich gleich die Punkte dazu, oder? Ja, bitte, hau raus. Okay, es sind 6 Punkte von mir. Also wie gesagt, Mittelfeld. Flow. Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, so die Vorentscheidung habe ich jetzt nicht so wirklich verfolgt. Also ich habe dann mitbekommen, als es feststand und mir dann auch den Auftritt war es ja dann angeschaut. Da war es ja aber auch noch diese ursprüngliche Version, also nicht die, wie man das auch immer, Revamp oder was auch immer es dann Verdichtete. letztendlich, genau, richtig, verdichtete Version. Fand ich dann durchaus auch nochmal, dass sich das gelohnt hat, da nochmal was hinein zu investieren. Ich muss aber sagen, also ich habe mir jetzt die Playlist so ein paar Mal durchgehört und bin immer irgendwie so unter anderem auch bei Deutschland dann irgendwie hängen geblieben. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Vorfreude, dass Deutschland jetzt das erste Mal dabei ist. Es hat ja jetzt lange Jahre doch gedauert, bis es dann mal geklappt hat für den Junior Eurovision. Aber ich glaube, dass Deutschland durchaus Chancen haben könnte. Man muss natürlich bedenken, was man noch nicht, oder was ich behaupte, dass man noch nicht so abschätzen kann, ist, wie sich das Zuschauervoting für Deutschland auswirken wird. Da jetzt ja der Junior ESC nicht so wirklich medial breit bekannt ist. Andererseits macht Kika jetzt ja sehr viel Werbung dafür und ja auch sehr viele Shows und so weiter. Von daher vielleicht zahlt sich das dann auch nochmal insgesamt aus. Und ja, wenn man als erstes anfängt, muss man sicherlich einen guten Eindruck hinterlassen. Also wird auch viel vom Auftritt abhängen, was man da bühnentechnisch rausholt. Also es sollte besser laufen als die Sendung aus der Elbphilharmonie, was den deutschen Auftritt angeht. Da sollte man hoffentlich Davon daraus gehen wir lernen. doch mal aus, ja. Genau, Bestimmt. aber ja, da werden sicherlich von den Jurys werden da einige Punkte kommen. Und wenn aus Deutschland viele abstimmen und vielleicht auch das mitbekommen aus der, zumindest aus der ESC-Bubble, dass Deutschland das erste Mal ja antritt und dann auch alle fleißig abstimmen, dann wird da sicherlich was Ordentliches bei rausspringen, ja. Ach Und so, wie und viele Punkte hattest du? meine Punktzahl, ich muss generell sagen, ich habe, glaube ich, nichts unter 6,5 vergeben. Also ich war sehr freundlich und ich habe auch, oder ich werfe direkt mit einer 9 um mich. Was ist eigentlich 9 für eine Punktzahl oder 6,5? Hast du schon mal Es bei geht von Punkten 0 bis 10 oder 6,5 nicht? oder? Doch, wir dürfen hier alles, aber Ich du dachte, musst es war jetzt 0 trotzdem. bis 10 und nicht ESC-Punkte. Dann machen wir 10 von 12. Dann ist eine 10. Ja, 9 ist dann eine 10, wenn man umrechnet. Flo, also bitte. Das liegt am Ja, Rotkäppchen. Ich bin schon ich glaube, vorgefärmt. ich kann es. Prost. Ich glaube, ich kann es tatsächlich ein bisschen abkürzen, weil ihr beide schon relativ viel von dem gesagt habt, was ich auch sagen wollte. Ich finde es toll, dass Deutschland jetzt zum ersten Mal beim JESC dabei ist. Ich finde Susanne toll. Also ich finde, sie ist eine der reifsten Künstlerinnen, die jetzt da antritt. Klar, sie ist auch, glaube ich, mit einer der Ältesten. Und ich finde, man hat das ganz besonders gesehen, jetzt auch bei dieser Rewatch-Party des letzten Junior Eurovision, der ja am Sonntag ausgestrahlt wurde nochmal und wo dann alle Kandidaten so Kommentare abgegeben haben. Und Susanne kommt einfach schon sehr erwachsen rüber und ja, weiß, glaube ich, einfach viel mehr noch als manch anderer, was sie sagt, wie sie wirkt und so. Das macht mir auch eigentlich Hoffnung für die Show. Mir macht auch Hoffnung, dass, und das kann ich jetzt sozusagen exklusiv verraten, wir werden auch in den nächsten Tagen, vermutlich am Mittwoch, noch ein Interview mit Susanne veröffentlichen, auf ESC Kompakt. Und sie hat tatsächlich auf die Frage geantwortet, was sie jetzt schon über die Show verraten darf. Also sie hat nicht viel verraten, aber sie hat verraten, dass sie nicht nur still dastehen wird. Also das macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass man sich da tatsächlich was Schönes überlegt hat. Sie hatte ja auch Stage-Training und ja,
ich glaube, das könnte was ganz Gutes bei rumgekommen sein. Und insofern glaube ich, dass sie uns da auch überraschen kann und auch Leute überraschen kann, die vielleicht nur den Song gehört haben oder noch gar nichts kennen und dann denken, ah, das ist jetzt eine Ballade und dann steht die da 3 Minuten und dann passiert aber vielleicht doch was. Also ja, diesen Tanz kennt man ja so ein bisschen schon aus dem Musikvideo von ihr. Ich denke mal, dass das so in die Richtung gehen wird. Genau. Ansonsten finde ich aber auch, also am Anfang hat mir der Song ziemlich gut gefallen. Ich hatte eine ganze Zeit lang einen Ohrwurm und mittlerweile habe ich mich aber so ein bisschen satt gehört. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, dass der Revamp nur so mittelgut geglückt ist. Ich finde, da hätte man ruhig noch ein bisschen mehr Dynamik reinbringen können. Dieses große Finale ganz am Schluss kommt dann zwar noch ein bisschen, dass sich das Ganze aufbaut, auch mit dem Chor irgendwie, aber ich finde zu spät. Also ich finde, die beiden Strophen und die beiden ersten Refrains sind eigentlich zu gleichförmig und da passiert nicht so viel. Trotzdem finde ich, ist es eine schöne Melodie. Ja, in Zeiten von Corona spricht vielleicht auch der Text viele Leute an, wobei ich eher verwundert war, dass es im Nachhinein auf Corona gemünzt wurde, weil, ja, ich finde, das passt eigentlich auch generell so auf eine Freundschaft einfach. Insofern, ja, ist das, glaube ich, eher so ein Marketing-Sache, so jetzt gibt es Corona, jetzt sagen wir, der Song hat mit Corona zu tun. Aber ich finde, der Text, den kann man eigentlich auch losgelöst davon verstehen. Und ich wollte noch lobend erwähnen, dass ich es gut finde, dass Deutschland auch einen jungen Komponisten rangelassen hat. Also, dass man nicht irgendwie einen Erwachsenen da eingekauft hat und einfach hingesetzt hat und was hat schreiben lassen. Leute, die eh schon vielleicht bekannt sind und ständig Sachen schreiben, sondern dass mit Levent Geiger da auch wirklich ein junger Komponist eine Chance bekommen hat. Und genau, ob das jetzt schon der Oberhammer-Song ist oder nicht, ist dann irgendwie auch egal. Ich finde einfach dieses Paket aus den beiden, die ja auch gut so zu harmonieren scheinen, das finde ich ganz gut. Und ja, ich bin echt mal gespannt, drücke natürlich alle Daumen und habe 7 Punkte vergeben für Stronger With You. Und jetzt will ich aber noch ein paar Kommentare, die ich alle gar nicht mitlesen konnte, vor allem nicht während ich eigentlich spreche. Aber es haben doch einige gesagt, wie Deutschland bei Ihnen liegt. Leopold, Deutschland mein Platz 5. Matthias, Deutschland ist mein 12. Platz. Andreas, im Moment ist Deutschland mein 4. Platz. Official ESC, Deutschland ist mein Platz 9 bis 10. ESC-Fan 2009, mein Platz 3, also 8 Punkte nach ESC-Logik. Stefan, Deutschland wird leider nur 9. Und das waren, glaube ich, die... Ach nee, da geht's noch weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts überlesen. Oh, es sind echt super viele Leute dabei und super viele Leute kommentieren. Official, nee, irgendjemand hat gerade noch gefragt, woher das Gerücht kommt, doch, Official ESC, dass Deutschland schon angeblich bestätigt hätte, nächstes Jahr wieder am JESC teilzunehmen. Ich habe das Gerücht nicht gehört, ich habe auch die offizielle Bestätigung nicht gehört, deswegen, okay, können wir jetzt nicht bestätigen. Also wir wissen nicht, woher das Gerücht kommt, vielleicht ist es wahr, vielleicht auch nicht. Ich habe noch was zu Deutschland, bevor wir weitermachen. Ja. Bitte? Ich habe mich gefragt, wann wir das letzte Mal die deutsche Sprache bei einem ESC gehört haben. Ja. Und vielleicht können mir Leute aus dem Chat helfen, falls ich da irgendwas verpeilt habe. Aber ich glaube, das letzte Mal, als wir mit Deutsch eingetreten sind, das war 2007. Aber sonst hat man Deutsch 2012 von Österreich gehört. Dieser packende Song. Die Schweiz ist, glaube ich, 1998 das letzte Mal mit Deutsch aufgetreten. Hab ich jetzt irgendwie ein Land vergessen, das vielleicht ein paar Fans von Deutsch... Dir, Max. Leonora hatte doch eine Zeile auf Deutsch. Stimmt. Stimmt, Dänemark hatte zwischendurch eine Zeile auf Deutsch. Stimmt. Okay, wow. Wann war das nochmal? Das war letztes Jahr, oder? Warte, echt jetzt? Mhm. Ja. Eine Zeile. Oh. Das war doch Liebe ist für alle da. Liebe ist für alle da. Mhm. Ah, okay, wow. Okay. Genau. Wow. Sonst hatte, oh ja, genau. Und die Ukraine hatte 2007 ja auch Deutsch. Das muss man auch erfreuen. Wer kannst du? Ja, stimmt. Okay, aber das war vor 2012. Ja. Ja,
So, ich würde sagen, also wie gesagt nochmal, ich freue mich super über eure Punkte hier in den Kommentaren. Macht bitte, bitte weiter damit. Auf der anderen Seite, wir können, glaube ich, gar nicht alle Kommentare wahrnehmen jetzt, aber ihr nehmt sie ja gegenseitig wahr und wir nehmen sie auch hinterher noch wahr. Und wenn wir was ganz, ganz Wichtiges übersehen, dann schreit ihr einfach und kommentiert das Gleiche immer, immer wieder, bis wir es gesehen haben. Wir müssen aber, glaube ich, trotzdem auch ein bisschen aufs Gaspedal treten, weil wenn wir jetzt für jeden der 12 Songs eine Viertelstunde brauchen, okay, wir haben ein bisschen Einleitungen gemacht und gequatscht, aber dann sind wir frühestens am Sonntag pünktlich zur Show fertig. Und genau, insofern würde ich sagen, versuchen wir ein kleines bisschen flotter durchzugehen und machen weiter mit Kasachstan. Das ist Karakat Bashanova mit Forever. Flo, bitte. Ja, ich fange mal von hinten an. 7 Punkte für Kasachstan. Ist bei mir tatsächlich dann eher etwas weiter hinten gelandet, wobei ich auch sagen muss, dass ich 5, 6 Songs fast die gleiche Punktzahl gegeben habe, weil die alle für mich irgendwo so nicht schlecht waren, aber irgendwie auch nichts für mich irgendwie so gerissen haben. Und Kasachstan ist ein Song, der auch dazu gehört. Ja, was für mich noch so am meisten eigentlich fast eine Erinnerung gewesen oder noch ist, ist das Musikvideo und was da so bildlich dargestellt wurde, hat mich auch so ein bisschen an Polen vom ESC dieses Jahr so minimal erinnert, wie das so von der Dramaturgie her aufgespannt wurde. Und ja, bei Kasachstan wird sicherlich dann auch viel davon abhängen, wie man das dann auf ja doch der eher kleineren Bühne, sage ich mal, trotzdem rüberbringt. Wer weiß, was dann mit Augmented Reality und so weiter dann noch draus gemacht wird. Ja, stimmlich kann man da, glaube ich, auch wenig dran aussetzen. Ist eine solide Ballade. Aber wie gesagt, also mir fehlt da irgendwie so das Besondere, was dann irgendwie heraussticht. Also Kasachstan im letzten Jahr war ja auch eine große Ballade und vielleicht ist es so deren Markenzeichen. Aber ja, es wird sicherlich irgendwo in der Mitte landen. Aber natürlich ist der zweite Startplatz nach Deutschland jetzt auch nicht unbedingt hilfreich, was dann die Chancen letztendlich angeht. Ja, ich will noch eine Sache kurz nachschieben, bevor ich mit Kasachstan weitermache, nämlich Tina sagt, dass Georgien dieses Jahr ja auch eine deutsche Textzeile hatte, also beim ESC, der nicht stattgefunden hat, aber hätte eine deutsche Textzeile gehabt. Sehr gut, Tina, gut aufgepasst. Und Max Sitzen schicken wir ins Nachsitzen. Ne? Das, ja, danke. Aber deswegen habe ich auch um Hilfe gebeten. Ich wusste, die Leute wissen es. Ja, dafür sind auf jeden Fall die Kommentatoren hier immer genial, weil die wissen alles. Kasachstan, ja, Flo, ich gehe da total in deine Richtung. Ich habe allerdings dann ein bisschen schlechter bewertet und habe 5 Punkte gegeben. Ich finde, also zum einen, Karakat finde ich super. Die hat so schlaue Sachen gesagt bei dieser JESC Watch Party am Sonntag. Also eine Lebensweisheit nach der anderen rausgehauen. Bei Erwachsenen hätte man vielleicht gesagt, das ist so Glückskeks-Kalenderspruch-Niveau. Aber von so einem jungen Mädchen das zu hören, fand ich schon irgendwie beeindruckend und es kam jetzt zumindest auch nicht auswendig gelernt rüber, weiß ich nicht genau, ob das vielleicht nicht doch so war, aber sie hat da wirklich sehr intelligente Sachen gesagt, also da war ich wirklich beeindruckt und schon gesagt hast, Flo, die Stimme ist natürlich super, kann man nichts sagen, zumindest nach allem, was wir bis jetzt wissen. Aber der Song ist mir halt irgendwie, also es ist eine ganz, ganz typische Ballade, irgendwie aus so 0815, wenn ich das so sagen darf. Und die ist mir so Disney-haft. Also es trieft wirklich dann so klischee-mäßig. Und das ist überhaupt nicht zum Wegschalten. Ich kann mir die gut anhören, aber es ist nicht so, dass ich den Song jetzt immer wieder hören muss oder gar sagen, dass der auch nur in die Nähe kommt, dass ich sage, dafür würde ich jetzt anrufen und oder online abstimmen. Ja, insofern habe ich leider nur 5 Punkte vergeben. Max.
Ich glaube, ich werde heute sehr oft der Buhmann sein und ich freue mich, dass ich an dieser Stelle... Hast du noch weniger als 5 vergeben? Nee. An dieser Stelle nicht, ausnahmsweise. Ja, genau, dass ich diesmal der Nette bin, weil für mich stimmt bei Kasachstan so ziemlich, also fast alles. Das Gesamtpaket stimmt. Ich fand Kasachstan letztes Jahr ziemlich dröge, ziemlich also zu Disney-haft, zu verspielt. Und dieses Jahr finde ich es total toll. Also ich finde, es könnte auch irgendwie der Soundtrack zu einem Disney-Film sein, aber zu einem guten Disney-Film, nicht so wie letztes Jahr. Und irgendwie mag ich es. Also wenn die das schaffen, so ein bisschen was von dem Musikvideo auf Stage zu bringen, dann kann das echt was werden, glaube ich. Von mir sind es 10 Punkte tatsächlich. Wow. Ja, deswegen habe ich mich gerade verwundert, als ich eure Statements gehört habe und dann dachte ich mir, okay. Naja, ich meine, dafür machen wir das ja zu dritt, weil Geschmäcker verschieden sind und jetzt gucken wir mal, ob die Kommentatoren näher an dir oder näher an uns dran sind. Also, Matthias, Kasachstan, mein 10. Platz. Stefan, Kasachstan wird 6. ESC-Fan 2009, Kasachstan ist mein Platz 7 mit 4 Punkten. Leopold, Kasachstan mein Platz 6. Kasachstan ist zwar nicht mein Lieblingslied, wird wohl so um Platz 6, 7 landen. Max, du überraschst aber Matti. Das muss auch noch gesagt werden. Gut, dann sind wir doch mit Kasachstan durch. Ein bisschen schneller als mit Deutschland, das ist gut. Und kommen direkt zu den Niederlanden. Unity mit Best Friends. Und dann mache ich jetzt den Anfang, dass wir uns auch schön abwechseln. Also ich finde das... nett im besten Sinne. Ich finde, das ist so ein kindgerechtes Lied. Ich finde, das ist ist so leicht, lässt einen irgendwie die Sorgen für 3 Minuten vergessen. Ich finde, dass Niederlande und Russland so ein bisschen ähnlich sind. Also man kann sich so bei beiden vorstellen, wie ein Mädchen oder in dem Fall eben 4 Mädchen so über so eine Blumenwiese hüpfen und irgendwie schön ihren Song trällern. Also das ist alles so luftig, leicht, frühlingshaft vielleicht auch ein bisschen. Und was ich halt toll finde, ist, dass durch diese 4 Stimmen, also ich habe mich fast so ein bisschen an die jungen OGs erinnert gefühlt, auch dann, wenn die mehrstimmigen Stellen sind. Das sowas finde ich immer ganz gut. Das kriegt mich dann irgendwie, gerade wenn das so junge Mädels sind, wenn die das schon können, muss man natürlich sehen, wie das dann live klingt. Aber da das dieses Jahr ja live mit ein paar Anläufen ist, glaube ich, ist das auch ganz gut zu machen. Und der einzige Kritikpunkt vielleicht, den ich habe und den werde ich heute noch ein paar Mal öfter sagen, ist, dass der Song aber dann auch nicht richtig irgendwo ankommt oder so eine richtige Steigerung hat. Wie gesagt, ich finde den nett, ich kann mir den gut anhören, aber es bleibt nicht so wirklich viel hängen, gerade auch, wenn man jetzt überlegt, dass die Leute ihn nur einmal hören und dann eigentlich dafür voten sollen und den am besten finden sollen. Also der verliert sich so ein bisschen in diesem Mittempo-haften und wie gesagt, da kommen nachher noch ein paar andere Songs, bei denen ich dann was Ähnliches sagen werde, weil ich finde, davon ist tatsächlich viel dabei in diesem Jahr. Und insofern, aber wie gesagt, ich finde es irgendwie ganz nett und goldig und habe deshalb trotzdem noch 7 Punkte dafür gegeben. Max. Ich kann mir dir nur anschließen, aber bei mir kommt er nicht so gut weg. Irgendwie erinnert mich das an Super RTL, irgendwie, also es ist, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, es bleibt bei mir nicht so im Kopf, ich finde es zu verspielt, ich finde es da zu süß. Hat auch keinen Höhepunkt. Ich finde es süß, vielleicht fällt es nur mir auf, aber ich finde den holländischen Akzent süß, den man sogar bei den englischen Sternen hört, Best Friends und sowas. Das ist schon nice, aber ja, von mir nur 5 Punkte, ich kann dazu echt auch nicht so viel sagen. Packt mich nicht. Flo? Ja, ihr werdet jetzt von mir nicht so viel anderes hören, ehrlich gesagt. Was auf jeden Fall positiv ist bei dem Song,
für die Niederlande. Ja, ich habe mir einfach nochmal so in Erinnerung gerufen. Vielleicht muss man das beim Junior ESC ab und zu auch mal tun. Ich bin ja nun mal auch schon mittlerweile 21 Jahre alt, Entschuldigung. Und der Punkt ist, es werden ja auch viele jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer einschalten, die vielleicht 10, 12 oder vielleicht sogar noch jünger sind. Und für die ist vielleicht auch so ein Song genau das Richtige. Und jetzt auch noch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, jetzt darf man sich vielleicht bald nur noch einen Freund aussuchen, so, dann ist das vielleicht auch von der Message her ein Song, der auch gut in die Zeit passt, ohne dass es jetzt ein direkter Corona-Bezug ist, aber einfach passt es irgendwie trotzdem thematisch mit rein. Und Benny, ja, was du im Prinzip auch schon gesagt hast, ist, sie stimmlich sich gut ergänzen. An OGN hatte ich gar nicht gedacht, aber wer weiß, vielleicht sind die ja dann auch irgendwann beim ESC, kann man ja nicht ausschließen. Und ansonsten geht das aber relativ in die gleiche Richtung. Und da ich meine Punkte dann jetzt ja aufrunden muss, wären es bei mir 8 Punkte. Vorher 7,5. 7,5, Flo, wann haben wir jemals 7,5 Punkte vergeben? Okay. So olympisch einfach. Ich lese Kommentare vor. Matti, die Niederlande wäre der perfekte Opener gewesen. Das stimmt, das geht vielleicht so in die Richtung, was du jetzt gerade gesagt hast. Ne? Also das ist einfach auch ja für die Zielgruppe sozusagen was Gutes ist, was dann auch gute Laune macht und eben gut in so eine Show als Auftakt gepasst hätte. Official ESC, Niederlande Platz 5, Julian Straub, Niederlande mein Platz 4, Stefan, Niederlande wird Fünfter. Matti, die Niederlande sind mein 5. Platz. Leopold, Niederlande mein 4. Platz. Also es ist alles so, ich sag mal, oberes Mittelfeld, ne, ungefähr. Da liegen wir alle relativ eng beisammen. ESC-Fan 2009, Niederlande mein Platz 4 mit 7 Punkten. Tina, guter Beat, freundlich, aber mir fehlt etwas. Platz 7, 4 Punkte. ESC Germany, Niederlande 7-8 Punkte. Also tatsächlich wenig, also niemand, der jetzt gesagt hat, ein absoluter Platz 1, 12 Points, und niemand, der gesagt hat, finde ich total scheiße, kann ich mir nicht anhören. Ja, da liegen wir, glaube ich, alle so auf einer Wellenlänge. Wir kommen schon zu Startplatz 4 nach einer halben Stunde, fast einer halben Stunde. Und die nachfolgenden Sendungen verschieben sich und so weiter. Serbien, Peter Anicic, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, mit Heartbeat. Max. Habt ihr auch solche Länder, für die ihr immer etwas übrig habt? Serbien gehört zu denen bei mir. Und deswegen will mir immer Serbien gefallen, aber diesmal hat es beim besten Willen nicht geklappt. Ich finde es unfassbar langweilig. Dabei diese Einleitung, ich dachte jetzt... Damit habe ich ein bisschen verschwitzt, weil ich hatte echt große Hoffnung. Es gab ja diesen Vorclip von dem und dann dachte ich mir, irgendwie macht der was aus, also der irgendwie kommt bestimmt was Cooles von dem. Und man hätte auch was Cooleres sehen können, tatsächlich. Und es geht voll an mir vorbei. Also von mir sind tatsächlich nur 2 Punkte, leider Gottes. Oh mein Gott, ich werde gecancelt. Flo, mach schnell weiter, wir überspielen das einfach. Also von mir, ich werde das jetzt einfach beibehalten und stets aufrunden. Von mir sind es 7 Punkte. Gleichzeitig allerdings mein Platz 11, das muss ich dazu sagen an dieser Stelle. Also wie gesagt, ich habe jetzt nichts unter 7 Punkten. Du bist der neue Peter. Richtig. Für alles 12 Punkte und der letzte Platz kriegt dann 10 Punkte. Also nur als Vorwarnung, beim ESC wird es deutlich strenger bei mir zulaufen nächstes Jahr. Also das ist jetzt nur das sind mindestens 4 Punkte Kinderbonus. Also denn was den Song angeht, muss ich sagen, bin ich da ehrlich gesagt ziemlich, der lässt mich relativ blutleer. Also man kann sich das Video... Max, was wolltest du sagen? Ja, weil dann gibt es da trotzdem 7 fucking Punkte, obwohl es dich blutlässt. Es ist... Ja, also ich fand die Bilder in dem Video unheimlich schön, wie er da so auf dem Fluss so lang fährt. Ich weiß zwar nicht, wie man das auf der Bühne darstellen will, aber vielleicht mit einem schönen Fluss aus Belgrad im Hintergrund, so schön animiert mit 3D, mit Wassereffekten oder so, keine Ahnung. Kann man bestimmt irgendwas draus zaubern. Und er ist auf jeden Fall sehr
sympathisch, das kann man ihm auch nicht absprechen. Und ja. Singen kann er auch. Aber ja, der Song ist wirklich sehr, sehr steril und ich kann ehrlich gesagt, also die Melodie habe ich jetzt auch gar nicht im Kopf und das ist schon mal ein sehr schlechtes Zeichen, da ich die Songs erst vor 3 Stunden noch gehört habe. Also ja, es ist viel guter Wille da, aber am Ende ist es dann irgendwie etwas, fällt wahrscheinlich hinten über. Also auch da liegen wir wieder, auch wenn am Ende unterschiedliche Punktzahlen bei uns rauskommen, aber wir liegen, was die Bewertung angeht, finde ich alle so auf einer Linie. Also ich habe ehrlich gesagt, ich fand das Intro ziemlich schön und dachte dann, oh, jetzt bin ich echt gespannt, was da kommt und dann war es aber auch schon wieder vorbei und dann finde ich auch passiert im Prinzip die restlichen 2:50 nicht mehr viel. Auch da wieder, es ist ja überhaupt kein schlimmes Lied, sodass man sagt, man müsste da jetzt wegschalten und kann sich das nicht anhören oder so, aber genauso wie ihr schon gesagt habt, also man vergisst es relativ schnell wieder, es bleibt nicht hängen und es ja, führt irgendwie nirgendwo hin. Ne? Es ist, wie du gerade auch gesagt hast, wie im Video so ein ruhiger, stiller Fluss, der 3 Minuten vor sich hinfließt und dann war es das im Prinzip auch wieder. Also ich finde es wirklich sehr schade. Ich glaube, da hätte man ein bisschen was machen können. Ich glaube, das ist nicht alles nur Song. Ich glaube, man hätte da auch produktionstechnisch noch was rausholen können. Ich bin da jetzt auch kein Fachmann, aber einfach, dass die am Ball bleiben, wenn sie den Song hören. Und klar, man kann da immer noch was mit Show machen, aber nur allein der Song hat mich leider auch nicht so gekriegt. Und ich habe dann noch, wie man bei Shopping Queen immer sagt, ganz lieb gemeinte und von Herzen 5 Punkte gegeben. Ja, aber ist auch in meiner Punkteskala eher weiter hinten. Ich glaube, ich habe nicht weniger als 5 Punkte gegeben. Also wäre sozusagen auf dem letzten oder vorletzten Platz. Ich schaue in die Kommentare und Leopold, Serbien, mein 9. Platz, finde ich ein bisschen unterbewertet. Naja, aber 9 ist ja auch nicht gerade überbewertet, aber ja, Serbien wird letzter, schreibt Stefan. David, Strophen gut, Refrain belanglos. Tina, Sprache gefällt mir gut. Platz 10, 1 Punkt. Das habe ich übrigens vorhin auch gedacht. Beim richtigen ESC, sage ich mal, würde man wahrscheinlich auch denken, ach toll, Landessprache und so, es gibt noch einen Extrapunkt oder 2. Aber dadurch, dass beim Junior-ESC halt alle in Landessprache singen müssen, zumindest zu einem gewissen Teil, ist dieser Effekt halt auch irgendwie weg. Official ESC Serbien, mein 9. Platz, in Klammern 12 und ich meine nicht 12 Punkte. Serbien Platz 8, schreibt Matti, Serbien Platz 10 mit 1 Punkt, ESC Fan 2009. ESC Germany, Serbien packt mich überhaupt nicht, 3 bis 4 Punkte. Official ESC Serbien, mein Platz 12 dieses Jahr. Ja, also auch da sind wir uns fast alle durch die Bank weg einig, dass der liebe Petter eher weiter hinten auf dem in unserem Feld liegt. Wir kommen zu Platz 5. Belarus, Arina Petereva, Aliens. Flo. Ja, ich glaube, sie hat den Sturm aus der Protestbewegung eindrucksvoll in ihren Song und in ihre Stimme mitgenommen. Also ich hatte den Song tatsächlich auch dann das erste Mal vor wenigen Tagen mit dem Musikvideo dann das erste Mal gesehen und ich war etwas überrascht von der explosiven Stimmung, die über diese 3 Minuten in dem Song da irgendwie entfacht wird. Und es ist ja wirklich ein stimmliches Feuerwerk, was da abgefacht wird. Und ich glaube, es war ja auch da in den YouTube-Kommentaren, wo viele meinten, der Song müsste eigentlich für Belarus zum ESC und würde da richtig, richtig toll abschneiden und dass sie eigentlich mal sowas schicken sollten. Und ich würde auch sagen, von den Balladen ist es sicherlich eine der stärkeren, die jetzt dabei sind. Um dann aber schon es etwas kürzer zu halten, weil ich vielleicht dann noch eine fundiertere Meinung zu habt. Bei mir sind es dann gute 8 Punkte geworden, aber ja, irgendwie muss ich sagen,
für das Top Fünftel hat es dann am Ende nicht mehr gereicht, weil ich auch bei Belarus dann so ein bisschen den Eindruck hatte oder mich gefragt habe, warum der Song jetzt eigentlich beim Junior Eurovision letztendlich gelandet ist. Und den Song hätte man auch einer 22-jährigen Sängerin für den belarussischen Vorentscheid zum ESC ergeben können und man hätte, glaube ich, keinen großen Unterschied irgendwie bemerkt. Also irgendwie da fehlt mir so ein bisschen, man könnte jetzt, wenn man böse ist, würde ich sagen, Zielgruppe verfehlt. Das würde ich jetzt nicht so drastisch sagen, aber so ein bisschen, vielleicht dann doch ein bisschen zu viel an manchen Stellen. Aber trotzdem 8 Punkte. Okay, ich schließe gleich an. Ich habe auch 8 Punkte gegeben, wobei ich da auch vorhin mal eine 10 hatte und habe dann noch ein bisschen rumsortiert. Schaut das eben, ob das von der Reihenfolge auch so ein bisschen stimmt, wie ich die Punkte vergeben habe dann und hast dann nochmal runtergestuft. Aber Belarus hat bei mir in den letzten Tagen echt total gewonnen. Also wir wollen hier ja jetzt nicht super politisch werden, ja, aber ich habe da im Moment auch so eine innerliche Sperre eigentlich und will das belarussische Lied jetzt nicht besonders gut finden. Aber es ist mir nicht so ganz gelungen, einfach genau wie du sagst, Flo, es klingt, als könnte es beim echten ESC antreten. Ich finde, es ist eh schon ein ganz gutes Lied und dann kommt am Ende noch diese Sprechgesangstelle oder diese 2 Stellen, was das Ganze echt nochmal auf ein anderes Niveau hebt und auch so ein bisschen von den anderen Songs halt absetzt. Wie gesagt, es sind schon ein paar dabei dieses Jahr, die so nirgendwo hinfließen, wie wir es gerade gesagt haben. Und dann haben die halt am Ende echt nochmal so eine richtige Idee. Ja, und mich hat die auch irgendwie so an unsere im Lasergame sehr beliebte Astrid aus Avantgarde aus Slowenien erinnert, die das ja auch in ihrem dass sie dann irgendwo mal so eine Sprechgesangstelle mit eingebaut hat. Und das hier von so einem Kind, also ich finde den Song einfach total ungewöhnlich. Der hat sich jetzt wirklich bei mir nach oben gearbeitet, so über die letzten Tage, als ich meine Liste hier erstellt habe. Ich finde, es ist ein moderner Song. Es stimmt, Flo, was du sagst. Ich habe das jetzt nicht so empfunden, aber klar, man könnte vielleicht wirklich fragen, warum ist das jetzt beim Junior ESC der Song? Hat mich jetzt nicht so gestört, weil ich mich einfach gefreut habe, dass es ein guter Song ist und ja, wie gesagt, bin am Ende da auf 8 Punkte gekommen. Max. Von mir gibt es Licht und Schatten. Für mich ist es das Beste, was Belarus jemals zu einem Wettbewerb geschickt hat. Wahrscheinlich, okay, vielleicht haben sie beim Gewichterheben oder sowas was Besseres am Start gehabt. Aber sonst hat mich beim ESC noch nie irgendwas von denen gepackt. Aber dieses Lied und trotzdem gibt es nur 7 Punkte von mir, weil ich es stellenweise zu düster finde. Mein persönlicher Geschmack. Es kann ja auch düstere Sachen beim JSD geben. Ich finde es ein bisschen zu düster. Und ich finde, im Gegensatz zu Benny, diesen Sprechgesang nicht so toll. Irgendwie ist es so Tic-Tac-Toe-Feeling bei mir. Late 90s. Fand es nicht so. Nee. deswegen hat es nicht für mehr gereicht. Allerdings muss man ja echt zugute halten. Wer ist eigentlich Tic-Tac-Toe? Ich bin da raus. Weiß wirklich nicht, wer Tic-Tac-Toe ist, Flo? Doch. Ach so. Oder? Na, ich habe doch gesagt. Hast du doch gesagt, Flo? Was? Ich glaube, okay, Flo sagt jetzt einfach gar nichts mehr. Ich bin gerade verwirrt. Meint ihr das Spiel oder was? Nein. Nein, die Band, aber guck, du bist einfach wirklich zu jung. Oh, okay. Es tut mir leid. Oh, ich fühle mich wirklich schlecht. Max, mach weiter schnell. Und ich fühle mich alt. Ja, eben. Ja. Ja, also nichts weiter hinzuzufügen. Es ist einfach, hat dann doch nicht für eine Top-3-Platzierung bei mir gereicht. Gut, ich schaue in die Kommentare. Leopold schreibt, mein Gewinner, Herzchen. Stefan schreibt, Weißrussland wird wohl gewinnen, obwohl es nicht mein Favorit ist. Julian findet es eher Geschrei und versteht den Hype nicht. Matti, sein erster Platz, würdiger Sieger. Official ESC, schwer zu sagen, mein Platz 3.
Tina Meyer, Platz 5, 6 Punkte. ESC-Fan 2009, mein Platz 1 mit 12 Punkten. Mega-Refrain, dynamische Bridge, haushoher Gewinner. David, zu viel Drama, klingt nach albanischem Vorentscheid. Official ESC, Arina singt mit 12 Jahren echt genial. ESC Germany, von mir gibt es 8 bis 10 Punkte. Genau. Und dann noch Erklärung, dass Tic-Tac-Toe die drei rappenden Tanten waren. So, wir haben fast die Hälfte geschafft und kommen zu A la Trass, I'll be standing. Ich muss vielleicht vorausschicken, so wie mir gerade das bei Belarus schwerfällt, sozusagen aus politischen Gründen zu sagen, ach, wäre super, wenn Belarus gewinnt und da nächstes Jahr der Contest stattfinden sollte. So ist es bei Polen einfach, weil die jetzt schon zweimal in Folge gewonnen haben. Also selbst wenn das jetzt der absolute Hammer-Song wäre, was es nicht ist, dazu komme ich aber gleich, für ein drittes Mal gewinnen. Deswegen das aber vorausgeschickt, dass ich Polen gegenüber gerade ein bisschen skeptisch bin, einfach aus diesem Grund. Und weil ich auch so ein bisschen Angst habe mit diesem Voting weiterhin. Ne? Also wir haben ja wieder dasselbe Voting, Online-Voting wie beim letzten Mal. Und wir haben das jetzt gerade schon bei uns beim Voting bei ESC Kompakt gesehen. Also Polen war da die ganze Zeit im guten Mittelfeld und plötzlich so die letzten 3-4 Tage sind da irgendwelche Heerscharen an neuen Votern aufgetaucht, die Polen jetzt gerade bei unserer Umfrage auf Platz 1 gehievt haben, aus dem Nichts. Ich glaube, die polnischen Fans laufen sich schon wieder ein bisschen heiß. So, das alles vorausgeschickt. Ich finde, dass das gut losgeht. Das klingt für mich irgendwie so ein bisschen, als würde das ein Dance-Song werden, so irgendwie frühe Nullerjahre, also eher so Grenze zu den 90ern, aber schon im neuen Jahrtausend. Da denke ich, da geht die erste Strophe hin und dann hört es aber total auf. Und dann weiß man irgendwie gar nicht mehr, wo es hingeht. Und ich habe das Gefühl, dass auch die Komponisten das nicht mehr. Also ich könnte nicht sagen, wo hört die Strophe auf, wo fängt die Bridge an, wo geht der Refrain weiter und so, weil es sind so viele Teile. Das hat für mich keine richtige Struktur, aber nicht im guten Sinne, so im Sinne von, es ist total ungewöhnlich und undurchschaubar, sondern eher so, es gibt keine einheitliche Linie. Wie gesagt, immer dieser erste Teil von der Strophe gefällt mir total gut, weil ich irgendwie denke, da wird was draus und dann wird aber am Ende nichts draus. Also zumindest nicht das, was ich erwarte. Deswegen enttäuscht mich der Song dann alles in allem so ein bisschen. Und ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich finde den Song nicht schlecht. Ich finde aber, ja, da wäre einiges mehr drin gewesen und deswegen habe ich 6 Punkte gegeben. Max. Einer meiner großen Faves, also ich schließe mich wieder Benny an. Ich habe so meine Probleme mit Polen, gerade was das Politische betrifft und auch beim JESC, weil es ist doch ein bisschen unfair, so wie das Voting gerade läuft, aber auf der anderen Seite kann man denen nicht vorwerfen, dass sie eben ganz viel promoten und eben ganz viel Stimmung, für ganz viel Stimmung sorgen und der Junior ESC halt eben super beliebt gerade ist. Ja, ich mag das Lied, ich mag sie vor allem. Ich finde, sie hat eine unglaubliche Präsenz dafür, dass sie einfach, wie alt ist sie? Ich glaube 9 oder so oder älter sogar? Also sowas, ja. Ja, also ich finde, sie hat eine super Stimme. Ja, oder? Ich fand sie auch beim Vorentscheid klasse. Ich mag das Lied. Ich verstehe, was du meinst, Benny, aber ich teile es nicht. Also ich verstehe, dass man das so sehen kann. Ich finde es nicht schlimm. Ich mag sogar diese Blasmusik-Einsätze und irgendwie, also könnte, glaube ich, sogar der dritte Sieg in Folge werden. Weil es ist kein schlechtes Lied. Und wenn die wieder das Televoting auf ihrer Seite haben, dann wird es, glaube ich, wieder schwer, weil die wird auch von den Juries viel kriegen, glaube ich. Von mir gibt es 10 Punkte. Sie ist 10 Jahre übrigens alt. Heute. Genau. Oh, okay. Hast du auch gerade gesehen. Für jedes Jahr hat sie einen Punkt bekommen. Ja, um das Ganze mal wieder auf in die harte Realität zurückzuführen.
Bin ich da so ein bisschen bei Benny, ehrlich gesagt, was Polen angeht, als ich dann den Song gehört habe. Ja, es ist keine schlechte Nummer, aber irgendwie war es dann auch direkt oder beziehungsweise auch jetzt immer noch so, wenn man dann mal an das letzte Jahr zurückdenkt. Da war zwar Vicky Gabor, jetzt wäre jetzt auch nicht mein Favorit gewesen, aber da konnte ich absolut nachvollziehen, warum der Song dann auch letztendlich gewonnen hat, weil es auch einfach dann vom Auftritt und so weiter her schon sehr, sehr durchgeplant war. Und bei dem Song irgendwie, also ich weiß nicht, da ist der Unfall schon in der Komposition irgendwo passiert, was ich umso erstaunlicher finde, weil, wie es ja auch schon hier in den Kommentaren geschrieben wurde, dass Grome ja bei dem Song beteiligt war. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, dass, Benny, was du meintest, dass du so am Anfang dachtest, so, dass es so eine Dance-Nummer irgendwie wird, wenn man an seinen ESC-Song zurückdenkt oder auch, ich glaube, hat er jetzt auch das Theme für den Junior Eurovision wieder geschrieben, ist die Vermutung ja nicht so weit hergeholt. Aber irgendwie ist der Song dann recht uninspirierend und also auch, ja, auch das, was zwar das Musikvideo transportieren soll, ist alles irgendwie ganz nett anzusehen, aber ich weiß nicht, also um da jetzt einen dritten Sieg rauszuholen, müsste man meiner Meinung nach eigentlich schon noch ein bisschen, also reicht das eigentlich nicht, was natürlich das Voting angeht, klar werden die, wird Polen sicherlich wieder den Heimvorteil haben, man wird dann einfach sehen müssen, ob eventuell Länder, die noch gleich behandelt werden, eventuell das Televoting in so großen Zahlen stürmen werden, dass es letztendlich dann doch nicht reichen wird. Ansonsten, also sicherlich wird Polen wieder vorne mitspielen, allein aufgrund der Tatsache, dass es eben ein Heimspiel ist und sicherlich auch in Polen viele Kinder zu Hause sein werden und sich den schönen Junior Eurovision anschauen werden. Und ja, es ist sicherlich auch potenziell ein Song, der von den Jurys mehr Punkte holen wird als Vicky Gabor letztes Jahr. Da hat sie ja erst bei den Jurys, ja, glaube ich, war sie ja gar nicht so weit vorne und hat dann ja aber überwältigend das Publikumsvoting gewonnen. Und wenn dieses Jahr schon mehr Punkte bei den Jurys rausspringen, dann könnte es ja eventuell auch schon mit weniger beim Publikum reichen. Aber das ist jetzt alles in den Nebeln von Norwegen. Und hast du jetzt schon gesagt, ja? Nee, 7 Punkte von mir. Okay. Dann wieder schaue ich in die Kommentare. Julian, Polen mein Platz 3. Leopold, mein 8. Platz, bisschen überbewertet. Tina, Polen mein Platz 9, 2 Punkte. ESC-Fan 2009, Polen mein letzter Platzleiter. Official ESC, gefällt mir gut, wird mein Platz 2. Stefan, Polen ist mein Favorit, wird aber nur 4. Stefan weiß es ganz genau. Sehr gut. Polen ist mein 6. Platz, auch wenn der Song von Grome geschrieben wurde. Guter Song, 7 Punkte. Polen könnte auch mit Serbiens Song gewinnen. Ja, wir werden mal sehen. Kann sein. Bertie fragt noch, wie groß wäre die Vorteile für Deutschland beim Voting-Modus sehen. Max schüttelt schon den Kopf. Ich glaube, man kann das auch ganz schlecht einschätzen. Also wie ihr schon gesagt habt, ich finde, diese Woche bieten die ja wirklich im Kika einiges auf. Wenn dann da wirklich einige einschalten am Samstag, weiß ich nicht. Aber ich meine, die müssen dann auch erstmal dafür abstimmen. Und ja, ich glaube, man kann es einfach überhaupt nicht sagen. Ich kann es nicht Potenzial sagen. Wäre Wenn ihr da, eine bessere aber... Idee habt, dann... Spanien wird beim Voting gegen Polen mithalten. Da wird Max nachher bestimmt noch was dazu sagen. Online-Voting, ja. Gut, wir haben Halbzeit. Ich muss mich jetzt mal stärken. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Habt ihr auch was zur Stärkung eigentlich da? Also ich habe meine obligatorischen Wunderland. Flo hat nur flüssige Nahrung. Ich hab nur Wasser und Schokolade von der Marke, von der wir kein Geld bekommen. Wir bekommen von Katjes auch kein Geld, aber trotzdem, nicht, dass wir verklagt werden. Zumindest mal Katjes. Ich habe tatsächlich diese
White Edition Wunderland noch nicht probiert, mach ich jetzt mal. White Edition. Und jetzt gibt es wieder böse Kommentare, Max, weil du gesagt hast, ja, das, ich habe es ich hab, ja, ich hab schon gerade gedacht, oh Gott, ich wünsche, wir kriegen, wir würden Geld von allen kriegen. Das wäre toll. Aber nee, das ist so eine, also, ist so eine lila sieht, Marke. Falls es jemand sieht, der gute Kontakte zu Katjes hat, wir würden sowohl Katjes als auch Geld nehmen. Sagt einfach. Oder vielleicht ist es der Weg, vielleicht müssen wir einfach Werbung machen und dann wird es so, und dann wird es so ein Hype und die werden auf uns aufmerksam und dann kriegen wir von denen vielleicht doch. Oder Sachen. Wir schicken einfach hinterher eine Rechnung. Oder so. Kann man ja auch machen. Okay, Leute, wir haben doch keine Zeit. 50 Minuten und wir haben erst die Hälfte. Das wird vermutlich der längste Livestream ever. Was würden wir nur machen, wenn es 20 Songs geworden wären? Oder so wie letztes Jahr 19? Dann hätten wir es, glaube ich, aber auch aufgeteilt. Ich glaube, dann. Gut. Startposition 7, Georgien, Sandra Gadelia, You Are Not Alone. Max. Ich habe gerade so geguckt, weil Matthias ziemlich recht hat mit seiner Behauptung wahrscheinlich. Ich kann mich kurz fassen bei Georgien. Die nehmen den Junior ESC immer sehr ernst. Ich finde, es ist auch diesmal eine coole Nummer, die mich aber ein bisschen kalt lässt allerdings. Sticht nicht heraus, für mich Mittelmaß eher und 5 Punkte. Ich kann echt nicht viel dazu sagen. Wie viele Punkte hast du da mal gegeben? 5. Ah, 5. Ja. Flo. Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Okay. Soll man nochmal singen kurz? Und dann... Ich kann den Song nicht anstimmen. Wenn das die Aufgabe wäre, dann wäre ich leider durchgefallen. Ja, ich muss auch sagen, bei Georgien, ich kann da jetzt auch nicht so dramatisch viel mehr hinzufügen, auch nur noch aus meinen fantastischen Erinnerungen schwelgen, dass der Song bei mir irgendwie, er ist durchgelaufen und auch das wieder so ein Ding, es hat mich jetzt nicht wirklich positiv wie negativ irgendwie überrascht, es war kein Wow-Effekt da, das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe auch das Musikvideo irgendwie nur noch diese Anfangsszene im Kopf, gerade irgendwie, wo sie da mit den ganzen Instrumenten und so weiter irgendwo in der Straße oder was das da war, rumstehen. Also es ist akzeptabel. Es wird vielleicht auch von den Jurys aus den Ostländern einige Punkte zu bekommen, aber also gerade bei Georgien muss man ja sagen, ist ja eigentlich so mit das Powerhouse zumindest Anfang des letzten Jahrzehnts gewesen beim Junior Eurovision. Und der Song kommt da bei weitem wirklich nicht dran, auch wenn es eine ganz nette Nummer ist. Weshalb ich jetzt gerade so überlegt habe, weil ich mich eigentlich runden müsste und ich glaube, ich werde bei dem Song tatsächlich abrunden und 6 Punkte geben. Dann muss ich euch beiden jetzt zum ersten Mal ein bisschen widersprechen. Also ich finde, dass Georgien aus dem Meer der Balladen wirklich heraussticht. Ich habe es gehört und war sofort begeistert. Ich finde, es ist eine starke Ballade, die auch so ans Herz geht. Nicht so triefig, aber so ja richtig schön einfach. Und ich finde, dass es mal ein Song ist, der sich wirklich von Anfang bis Ende entwickelt, der sich aufbaut, der einen Höhepunkt hat und so. Also wo man wirklich merkt, da hat sich immer was dabei gedacht und 3 Minuten einfach schnell vorbeigehen, weil immer was passiert. Also es wird nicht langweilig. Und wir haben jetzt schon ein paar Songs gehabt, bei denen das so war. Und deswegen finde ich, sticht der Song in diesem Jahrgang heraus, weil es eben, ja, weil er sich abhebt im besten Sinne. Und ich muss, also es ist jetzt nicht mein Gewinnersong, aber ich habe in diesem Fall 8 Punkte gegeben, immerhin. Gut, ich lese vor, was unsere Kommentatoren gegeben haben. 11. Platz finde ich sehr schlecht, sagt Leopold. David, Matti, 5 Punkte. Matti fängt jetzt übrigens an, Französisch zu schreiben. Also wenn das noch mehr wird, Flo, dann musst
du ran, weil irgendwann sind meine Kenntnisse vorbei, aber die Punkte schaffe ich gerade noch. Georgien, ich wollte gerade sagen, das ist ja noch nicht so anspruchsvoll. Ja, Georgien, dafür gucke ich den ESC schon lang genug. Georgien, mein 11. Platz, Official ESC, ich bin bei Max, Georgien ist ein Mittelfeldplatz. Georgien, 6 Punkte, mein Platz 4, sagt Tina. Georgien wird 7. Stefan das Orakel. Matti, Georgien hat seinen Titel als letzter veröffentlicht und ist deshalb mein Platz 7. Matti, du musst uns, glaube ich, noch erklären, was das, der Veröffentlichungszeitpunkt mit der Einordnung im Ranking zu tun hat. ESC Germany, von mir gibt es 8 Punkte. David schreibt, Sandra ist übrigens Scorpions-Fan. Das muss Bonuspunkte aus Deutschland geben. Gut. Ja, also bei Georgien ist mal nicht so ein heidliches Bild. Wenn ich es richtig sehe, hat doch Georgien mein 1. Platz. Gibt es ja sogar auch. Also insofern, da ist irgendwie alles dabei. Interessant. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der Song so polarisiert. Aber es scheint so zu sein. Als nächstes kommt Malta, die Frau mit dem schönen Namen. Flo, willst du den sagen? Chanel? Ich weiß den Namen nicht mehr. Monseigneur. Ah, danke. Monseigneur. Chasing Sunsets. Flo, glaube ich. Ach, ich sollte auch noch was direkt dazu sagen. Ja, du sollst auch gleich noch weitermachen. Um Gottes Willen. Malta, also ich glaube, bei der Playlist war es mit einer der ersten Songs, also bei der, ja doch, ich glaube, bei der offiziellen Junior Eurovision Playlist war es einer der ersten, die ich gehört habe. Und deshalb, als ich es dann gehört habe, war ich auch recht positiv von dem Song gestimmt und fand eigentlich alles ganz nett, fand sie von der Stimme sehr nett, die ist, glaube ich, auch noch sehr jung. Aber das ist kein Negativkriterium. Ich fand, das passte eigentlich alles sehr gut und Malta weiß sich ja auch immer landschaftlich schön zu präsentieren. Also es hätte jetzt auch oder könnte auch am Setting von Destinys Video gewesen sein, irgendwo auf der maltesischen Insel. Ja, der Song, wie gesagt, eigentlich ganz nett, aber ich muss dann sagen, als es dann immer weiter ging, je mehr Songs dazu kamen, umso mehr ist der Song dann bei mir auch irgendwie nach hinten hinten abgerutscht, weil dann irgendwie einfach das fehlte, was dem Song hilft, herauszustechen und irgendwie so das ganz besondere Element, was irgendwie vielleicht bei dem Auftritt dann noch helfen könnte, sehe ich irgendwie bisher auch nicht. Und Malta hat jetzt auch nicht so die starken Voting-Allianzen, weshalb ich befürchte, dass Malta dann auch am Ende sich irgendwo unter den letzten dreien einfinden wird. Weil also vom Publikum wird es sicherlich nicht viel geben. Und bei den Juries, glaube ich, wird es dann eher so ein Song, den man im Beilaufzettel noch irgendwie mit rein nimmt, aber dann irgendwie wieder, ja, letztendlich einfach hinten rüberfällt, da ich den Song aber grundsätzlich eigentlich schon ganz nett finde. Und wenn er jetzt so einzeln läuft, finde ich, kann man sich den auch gut anhören, habe ich 7 Punkte gegeben. Ich wollte eigentlich jetzt schon überleiten mit, dass ich mich dir anschließe, weil allem, was du gesagt hast, kann ich dich anschließen, aber punktetechnisch bin ich da doch ein bisschen Das Necken ist der Kinderbonus. Ich habe es vorhin angedroht. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich tatsächlich Malta doch noch hinter Serbien eingeordnet habe und ich habe nur 4 Punkte gegeben. Also Malta ist mein letzter Platz. Ich finde, sie singt das Lied gut, Chanel, und aber alles andere kann ich nicht gut finden. Also der Song gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Ich habe so das Gefühl gehabt, gleich beim ersten Hören, wäre das jetzt der erste ESC, wären wir uns alle einig, dass der Song auf gar keinen Fall ins Finale kommt, weil da einfach gar keine Substanz dahinter ist.
Und ja, ich finde, da ist einfach bei der Songauswahl schon einiges schiefgelaufen. Ich finde wirklich, es ist der schwächste Song, den man sofort vergisst, weil er irgendwie ja gar keine Kontur hat. Und auch gerade Malta steht ja beim ESC immer für gute Popmusik eigentlich oder gute, darüber können, scheiden sich die Geister vielleicht, aber zumindest Ohrwürmer, Sachen, die im Ohr bleiben. Ja, große Balladen oder auch mal Songs, zu denen man gut tanzen kann. Und ja, Chasing Sunsets ist irgendwie nichts davon. Und ja, ist bei mir leider auf dem letzten Platz mit 4 Punkten. Max. Geht bei mir einfach so weiter. Vielleicht noch einen Zacken schlimmer. Ich hoffe, Janelles Eltern oder Janell gucken nicht zu, weil es bei mir gibt es nur 2 Punkte. Ich habe es, glaube ich, 2 bis 3 Mal gehört, was mich nicht gepackt hat. Ich kann mich an den Song auch echt schwer erinnern. Ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal höre, dann vielleicht, aber ja, es ist leider auch hinter Serbien, aber ich wollte keinen Punkt vergeben. Aber wird nichts mit mir in Malta dieses Jahr. Also, ich glaube, wir sind nicht allein. Malta, mein Platz 10, sagt Leopold, eigentlich süß, aber zu schwach für dieses Jahr. Official ESC, Malta, besser als Serbien, Platz 11. Malta ist mein Platz 8 mit 3 Punkten. Tina, sorry, das spricht mich gar nicht an, Platz 11. Stefan, das Orakel, Malta wird 11. Matti, Malta ist mein 11. Platz. Aber auch nur wegen des melodischen Namens der Sängerin. Das ist so nice. Julian, ich traue Malta ein gutes Staging zu. Malta hatte wesentlich bessere Songs im Vorentscheid, aber das sagte ich gefühlt jedes Jahr, sagt David Z. Ja, das stimmt. ESC Germany 5 Punkte. Ja, also eher unteres Mittelfeld bis Schlusslicht hier auch in den Leserbewertungen. Zwischendurch auch nochmal der Dank, dass ihr alle so fleißig kommentiert. Das macht echt Spaß mit euch, dass wir nicht nur zu dritt sind, sondern dass ihr alle fleißig mitvotet. Und wir kommen zu Russland. Sofia Feskova, My New Day. Ich muss, glaube ich, anfangen, ne? Und muss hier aber immer dann rumklicken in mein Word-Dokument wieder. Deswegen muss ich das jetzt ein bisschen überspielen. Ach ja, stimmt. Vorhin hatte ich das bei, habe ich galant gemacht, gell? Hat niemand gemerkt. Dass ich... Nee. Ja. ja, ich habe vorhin ja schon mal bei den Niederlanden was zu Russland gesagt, weil ja ich auch bei Russland das Gefühl habe, dass es so leicht ist. Das hat noch dieses Hymnenhafte dazu. Ja, auch da habe ich meinen Spruch eigentlich schon vorhin verbraten. Ich sage ihn trotzdem nochmal, ich stelle mir Sofia da echt so vor. Ich muss sagen, ich habe mich hauptsächlich mit der Spotify-Playlist vorbereitet, deswegen weiß ich immer gar nicht so genau, was in den Videos zu sehen ist. Aber vor meinem inneren Auge hüpft die so über so eine Blumenwiese und singt ihr Lied und hat einfach Spaß und hat ein schönes Leben irgendwie so als Kind. Und ja, insofern finde ich, dass der Song auch ein bisschen ansteckt und ja, Spaß macht. Allerdings, auch hier habe ich das Problem, dass ich das Gefühl habe, da wäre irgendwie noch mehr drin gewesen. Es ist ein netter, süßer Song, aber es ist kein starker Song oder ein Song, der wirklich jetzt von vorne bis hinten überzeugt. Und deshalb, obwohl, wie gesagt, ich das nett finde, aber habe ich 6 Punkte vergeben. Also Mittelfeld. Max. Kann mich wieder anschließen, sogar was die Punkte angeht diesmal. Auch 6 Punkte von mir. Ist eine gute Nummer. Sie ist nett und eben das, was nett halt eben so ist, wenn man Zweiter spinnt. Ja, es ist kein starker Beitrag. Und ich habe mich aber gefragt, wohin uns was über die Voting-Situation gehabt haben. Ich weiß nicht, wieso Russland da nicht so viel promotet und Russland nicht so viel macht. Die hätten ja eigentlich von allen das größte Potenzial. Aber gut. Flo.
Ja, du warst jetzt sehr schnell fertig. Ich dachte, da kommt ja noch irgendwas hinterher. Es war ein bisschen dürftig, Max, jetzt, aber okay. Ja, aber ich dachte, wir... Nein, Quatsch, ist ja gut, wir müssen über jeden Song eine halbe Stunde reden. Alles gut. Also, wir haben noch Anschlusstermine. Sorry, Flo, bitte. Genau, auf jeden Fall. Nein, ich werde mich auch kurz fassen. Ich gehe tatsächlich d'accord mit der Punktzahl 6 Punkte, was bei mir dann allerdings im Ranking irgendwie... was gerade keinen Sinn macht, aber irgendwo zwischen Platz 9 und Platz 11 bedeutet. Also dann doch ziemlich eher weiter hinten. Ich kann auch gar nicht mehr so genau begründen, warum. Ich habe irgendwie nur noch so eine Erinnerung, dass ich so ein leichtes Hassgefühl entwickelt habe, während ich diesen Song gehört habe, weil ich schon so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es wieder so diese frohbackende Stimmung aus Russland, die ich schon bei einigen ESC-Beiträgen in der Vergangenheit habe, die ich dann irgendwie nicht so richtig abkaufen kann. Und das irgendwie, ja, vielleicht trifft es das Wort weichgespült etwas besser, dass einfach irgendwie, ja, wie gesagt, also ungenutztes Potenzial ist da auf jeden Fall. Und auch aus Russland gab es in den letzten Jahren durchaus deutlich bessere Beiträge beim Junior ESC. Von daher ist das vielleicht auch ein bisschen Enttäuschung darüber, dass es dann so was Unbedeutendes am Ende geworden ist. Vielen Dank. Ich lese wieder die Leserbewertung vor. Leopold, Russland, mein 7. Platz. Finde ich sehr melodisch. Stefan, das Orakel, Russland wird 8. Matti, Russland belegt in meinem Ranking den 9. Platz. ESC-Fan 2009, Russland ist mein Platz 6 mit 5 Punkten. Schöne Instrumentalisierung. Julian, die typische JESC-Schaukel war wieder im Musikvideo. Russland, mein Platz 3, 8 Punkte, sagt Tina. ESC Germany hat irgendwie was, der Song, 6 Punkte, wie wir alle drei. Official ESC, mein Platz 8. Und Matti sagt noch, danke für den Hinweis, da sage ich nachher auch noch kurz was dazu, Russland liegt am Voting auf ESC Kompakt auf dem letzten Platz. Gut, wir haben nur noch 3 Songs vor uns und Max darf anfangen mit dem 10. Startplatz. Wie könnte es anders sein? Mit Spanien. Das ist die gute Solea mit Palante. Max, genau, was gibt es dazu sogar zu sagen? Cooles Lied, sehr coole Nummer. Sogar richtig spanisch ausgesprochen, wolltest du sagen, ne? Ja, der hat einen Akzent auf dem A, Soler. Ist es irgendwie andalusisch für Sonne? Soler, ja, genau. Soler. Ja. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Ja, sehr coole Nummer. Ich mag die Strophen sehr, sehr, sehr. Ich mag den Refrain nicht so sehr. Beziehungsweise, ich finde ihn nicht schlecht, aber es gibt da so einen Beat-Drop und der ist für mich jetzt nicht so der Knaller. Es ist trotzdem cool, trotzdem ein cooles Lied, aber ja, mich stört so ein bisschen der Refrain. Ich weiß nicht, wieso. Er wird ziemlich gehypt in Spanien, beziehungsweise eher von den spanischen JSC-Fans oder ESC-Fans eher gesagt. Die spanischen Fans hypen ihren eigenen Song, das war ja noch nie erlebt. Also es ist irgendwie cool. Ja, und gefährlich ist es beim übrigens, falls man ja, gefährlich ist es beim JSC. Gefährlich ist beim JSC, weil da haben sie meistens sogar Gründe dafür, dahinter zu stehen und zu hypen. Und dieses Jahr ist es noch ärger als jetzt letztes Jahr mit Marte. Ich glaube, also von mir gibt es 10 Punkte, das hat für die 12 nicht gereicht, obwohl hier Andalusien und sowas. Und sie hat übrigens, Soler hat gemeint, der nächste JESC soll in Sevilla stattfinden. Wäre ich auch dafür, können wir alle hin. Wenn wir dann wieder hinfahren dürfen, dann gerne. Ja. Ich hoffe es. Ja. Hat nicht für die 12 Punkte gereicht. Super. Low. Ja, von mir gibt es 8 Punkte für Spanien. Ich habe irgendwie bei dem Song das Gefühl gehabt, dass das so eine Mischung irgendwie, also gerade in den
ich glaube, es ist der Pre-Chorus, wo dieses Händeklatschen drin ist. Das hat mich irgendwie sehr an Rosalia erinnert. Dann aber irgendwie so, da es ja immer noch ein Kindersong ist, muss ich auch irgendwie so an eine Mischung aus Aitana und Maria Isabel denken. Also irgendwo so in dem Universum bewegt sich für mich dieser Song, der auch, ja, auch wie gesagt nicht schlecht ist. Ich muss aber sagen, irgendwie so ganz, ich will nicht sagen, dass sie irgendwie mir unsympathisch rüberkam, aber irgendwie bei so einer Dance-Nummer irgendwie, finde ich, muss man die Leute irgendwie, man muss sie ja mitnehmen und irgendwie so animieren. Und ich habe das irgendwie das Gefühl gehabt, als ich mir auch dann bei dem Video, das ist irgendwie doch sehr stark schon auf die ganze Choreografie und so weiter ausgerichtet war. Und das hat mich dann irgendwie recht wenig dann doch mitgenommen irgendwie. Also während bei einem anderen Song, der noch drankommt, das dann doch anders gelaufen ist. Nichtsdestotrotz ist es ein guter Song, der auch mit Sicherheit in die Top 3 kommen wird und um den Sieg mitringen wird. Ob es dann reichen wird, wird man dann letztendlich sehen. Aber nach Sevilla würde ich auch fahren, also ist alles okay. Ja, bei mir hat Spanien ein bisschen eine entgegengesetzte Entwicklung zu Belarus durchgemacht. Also wo Belarus bei mir dann immer mehr gewonnen hat, hat Spanien so ein bisschen verloren. Jetzt nicht drastisch, aber ich war von dem Song am Anfang total begeistert. Und obwohl ich den jetzt nicht hier ständig on repeat gehört habe, hat er sich aber schon ein bisschen totgelaufen. Ich glaube, das liegt wirklich auch, Max, du hast gesagt, beim Refrain ist irgendwas, was du nicht so ganz gut findest. Und so geht es mir auch. Also der ist einfach sehr repetitiv und man hat das Gefühl, irgendwie noch eine Idee mehr hätte dem Ganzen nochmal so ein bisschen was gegeben und nicht nur irgendwie dieses eine Wort mehr oder weniger. Und ja, also mir fehlt da auch sowas und man hat wirklich das Gefühl, okay, wenn man den einmal 3 Minuten hört, dann könnte es noch gehen, aber wenn man ihn öfter 3 Minuten hört, verliert er eben so ein bisschen. Das fand ich schade, war bei mir jetzt so. Trotzdem finde ich, ist es ein toller Song. Ich finde, gerade in der aktuellen Zeit, in der aktuellen Situation, kann man sowas mit guter Laune gebrauchen. Ich finde, dass der sehr modern ist. Ich finde auch, dass der dann mit einer anderen Sängerin natürlich, aber nah dran ist am richtigen ESC-Niveau mäßig. Also wenn man da jetzt eine erwachsene Sängerin damit zum ESC schicken würde, wäre es auch nicht aufgefallen, dass Song nicht für den ESC gedacht ist. Also ja, ich finde, alles gut gemacht, Spanien. Ich bin gespannt, glaube, dass es nicht für ganz vorne reicht, wobei, haben wir jetzt ja schon drüber gesprochen, dass Online-Voting einfach immer so ein bisschen unberechenbar ist. Und aber ich finde den Song gut, habe aber allerdings dann nur 8 Punkte gegeben, vergleichsweise nur, weil, wie gesagt, am Anfang war ich total begeistert. Da hätte ich wahrscheinlich gleich die 12 rausgehauen und das hat so in den letzten Tagen dann eher abgenommen. Aber 8 ist ja auch noch gut. So, dann schauen wir doch mal, was die Kommentatoren noch dazu sagen. Tina, Spanien, mein Platz 2, 10 Punkte. Julia, Spanien, Platz 1, mit Abstand der beste Song. Stefan, Spanien streitet sich mit Frankreich um den 2. Platz. Leopold, Spanien, mein Platz 3. Ich bin mir sehr sicher, dass Spanien gewinnen wird. Das ist ja auch noch eine interessante Info. Julian, sehr abwechslungsreich und modern. Matti, Spanien belegt bei mir den 3. Platz. ESC-Fan 2009, Spanien ist mein Platz 5 mit 6 Punkten. Guter Abtempo. Matti sagt, Spanien sollte also sich auch mal beim Erwachsenen-ESC mehr ins Zeug legen. Ja. Können wir, glaube ich, zustimmen. Bester bei ESC Germany, bester Beitrag dieses Jahr, Douspoir. 12 Punkte für die, die kein Französisch sprechen. und Official ESC, Spanien wird dieses Jahr gewinnen, ist aber nur mein Platz 3, weil Palanta auf Dauer Kopfweh verursacht. Ja, das ist wahrscheinlich das. Aber man muss ja sagen, die Leute hören es halt dann nur einmal im Zweifel an diesem Tag. Und insofern stellt sich der Effekt, über den wir jetzt gesprochen haben, wahrscheinlich dann nicht ein. Wir kommen schon zum vorletzten Song und das ist die Ukraine.
Alexandre Balabanov. Witkrivai in Klammern Open Up. Das war auch wieder perfektes Ukrainisch. Und Flo darf anfangen. Ja, also von allen Songs, dieses Jahr hat mich wahrscheinlich die Ukraine am meisten überrascht, weil es nicht das war, was ich erwartet habe, als ich das Thumbnail von dem Musikvideo gesehen habe. Und das meine ich durchaus im positiven Sinne. Also ich fand den Song durchgängig eigentlich doch ziemlich abwechslungsreich und so von der gesamten Produktion, Instrumentation ist es auch nochmal so ein Akzent, der sich bei keinem der anderen Songs, die jetzt in dem Startfeld dabei sind, irgendwie wiederfindet. Also schon so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal auch da ist. Stimmlich fand ich das auch sehr interessant, also immer dieser Wechsel zwischen Kopf- und Bruststimme, wobei man da ja mal abwarten muss. Ich hatte heute das, ich glaube, es war das Rehearsal-Snippet, was da auf YouTube hochgeladen wurde, wo er dann ja irgendwie am einen dieser hohen Teile etwas tiefer jetzt wo singt. Scheinbar ist er gerade im Stimmbruch, wenn ich die Kommentare richtig gelesen habe. Also vielleicht wird er da möglicherweise ein bisschen anders manche Stellen singen, als es in der normalen Version ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich das auch gerade durch diesen Wechsel irgendwie recht interessant und dann ja dennoch an bestimmten Stellen dann auch, wo er doch recht kraftvoll in der Stimme wieder ausholt. Also ich fand es durchgängig wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und deshalb bin ich auch am Ende zu 8 Punkten gelangt. Ich bin total begeistert von diesem Song. Ich kann das verstehen, dass der polarisiert und dass manche den wahrscheinlich schrecklich finden. Und andere finden den aber, glaube ich, gerade deshalb gut. Und so ist es bei mir. Also zum einen, ich finde diese Stimme den absoluten Oberknüller. Mir ist es so oft, obwohl ich den Song schon kannte, dann passiert, dass ich gedacht habe, welches Mädchen ist denn das nochmal, das da jetzt singt? Dann habe ich einfach festgestellt, dass er das war. Also es ist wirklich, selbst für einen Jungen vor dem Stimmbruch hat er ja eine unglaubliche Stimme. Da bin ich wirklich begeistert. Das ist der absolute Hammer, finde ich. Ich finde, dass der Song modern ist, weil er eben so reduziert ist. Am Anfang, ja, glaube ich, ist mal eine ganze Weile singt er, ohne dass man irgendwie einen Ton Musik hört. Und dann eben dieses Reduzierte die ganze Zeit. Ich musste sofort an Loïc Noté denken aus Belgien, der ja auch so in die Richtung was gemacht hat. Also ich finde, damit könnte die Ukraine auch sofort zum Erwachsenen-ESC fahren. Ich finde den Song richtig stark und vor allem finde ich, ist der halt mal nicht 0815, sondern der hat wirklich Persönlichkeit. Der Song traut sich was, geht nicht auf Nummer sicher. Wie gesagt, läuft auch Gefahr, dass manche ihn dann schlimm, nervig, was auch immer finden, aber eben viele auch das Gegenteil. Das finde ich. Und ja, den absoluten Hammer finde ich halt dann am Ende diese Schlussmarke mit den zwei Worten auf Englisch. Das finde ich ist echt gut gemacht nochmal, so als Schlussakzent. Und ja, deshalb habe ich. Steht hier gar nicht. Aber ich glaube, ich habe 10 Punkte gegeben. Du hast gemeint, dass es Leute gibt, die es bestimmt ziemlich nervig finden. Hi, hier bin ich. Ich bin wieder der Buhmann in dieser Runde, weil ich bin so jemand, der Nummer nichts abgewinnen kann, leider. Und ich bin auch, vor allem, du hast auch Argumente angegeben, die sind für mich schon, die sind für mich schon No-Gos, wie zum Beispiel Loik. Ich weiß, er hat ganz viele Fans, aber ich find ihn ganz schlimm. Und ich fand auch seinen Song ganz schlimm. Und es spiegelt sich wieder. Leider ist die Ukraine bei Gleich meinen eine Flop Abmahnung. 3. Ich weiß. War schon befürchtet. Leider bei meinen Flop 3 mit Malta und Serbien gibt leider nur 2 Punkte von mir. Ja. Also, gemischtes Bild bei ESC Kompakt. Schauen wir mal, wie es bei den Zuschauern aussieht. Ich will noch für Spanien nachtragen. Ich glaube, ich habe Gerrit unterschlagen, der gesagt hat, sein Favorit. Das wollte ich noch nachtragen, habe ich nämlich übersehen. Leopold, Ukraine, letzter Platz.
bin sehr enttäuscht von meinem Heimatland. In den letzten Jahren so gut abgeliefert, doch heuer einfach nur grauselig. Official ESC, gut gesungen, absolut nicht mein Geschmack, mein Platz 10. Die Ukraine ist mein Platz 9 mit 2 Punkten, sagt ESC-Fan 2009. Matti, Ukraine ist mein 2. Platz und ich finde den toll und gesanglich Hammer. Gefällt mir richtig gut, 10 Punkte, sagt ESC Germany. Tina, der Song, den ich beim ersten Hören super fand, dann aber nervt, Platz 8, 3 Punkte. Schöner Song, gesanglich auf dem Punkt. Und ESC Germany sagt, Max findet irgendwie alles schlimm. Und Matti sagt, Benni schüttelt entsetzt den Kopf. Fassen Sie diesen Abend mit 2 Sätzen zusammen. Max will den Kopf schütteln, Benni schüttelt. Wobei ich muss sagen, Max, nachdem du das ja vorhin schon so groß angekündigt hast, dass du hier permanent schlechte Punkte gibst und der Boomer bist, finde ich, hast du dich eigentlich ganz gut geschlagen. Also für manche Sachen müssen wir nochmal Nachbesprechung machen, aber so im Großen und Ganzen habe ich dann Schlimmeres erwartet nach deiner Ankündigung. Finde ich auch. Ich fand mich gar nicht so schlimm. Ist immer gut, wenn man sich selbst nicht so schlimm findet. Ja. wir kommen zum allerletzten Startplatz, der auch ausgelost wurde, nämlich Platz 12 und das ist Frankreich. Valentina, j'imagine. Habe ich das gut ausgesprochen, Flo? Parfait. Ja. Douce point pour Benny. Meine ehemalige Französischlehrerin, die immer ganz... eigentlich enttäuscht von mir war meistens, aber da wäre sie jetzt wahrscheinlich dann stolz auf mich. Ich muss, glaube ich, anfangen, ne? In dieser letzten Runde, wenn ich das richtig sehe. Und ich kann es ja gleich mal sagen, und ich habe das Gefühl, wenn ich vorhin die Zeichen richtig gedeutet habe, dass ich nicht der Einzige bin. Ich gebe diesem Song 12 Punkte. Das ist mein Platz 1. Weil ich finde, genau so soll ein Lied sein für den JESC. Ich finde, das ist süß, das ist kindgerecht, das ist außerdem ein Song, der einen total, der einem ein total gutes Gefühl gibt, gerade so in diesen Corona-Zeiten und man läuft hier irgendwie rum und alle mit Maske und eigentlich darf man aber gar nirgends hinlaufen und so weiter und so fort. Ja, und dann hat man so die Kopfhörer drin und dann kommt dieser Song und der macht einfach Spaß und mit Lalalas zwischendrin und so und ja, ich finde, Frankreich trifft es total oft einfach auf den Punkt und schafft es einfach, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber eben so einen kindgerechten Song zum Junior ESC zu schicken, der aber jetzt trotzdem nicht banal ist oder so, sondern trotzdem, ja, einfach was hat, aber auch leicht ist und ins Ohr geht. Und das, finde ich, hat dieser Song wieder geschafft. Ich bin mal gespannt, wie das dann am Ende aussieht, weil ich fand ja bei Carla letztes Mal, fand ich es irgendwie schade, weil sie dann die plötzlich so auf Erwachsenen auf die Bühne gestellt haben. Und ich finde, eigentlich hat es zu dem Song gar nicht richtig gepasst. Deshalb bin ich jetzt mal auf die Show gespannt von Valentina. Aber da sie ja auch noch relativ jung ist, glaube ich, werden sie es bei ihr ein bisschen anders machen. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass das Lied dann nichts von seinem Charme verliert. Und wie gesagt, bevor wir die Performances gesehen haben, jetzt von mir 12 Punkte und Platz 1, aber das darf ich noch gar nicht sagen, sonst sage ich dann gleich nochmal. Max. Es ist ein unglaublicher Ohrwurm, habe ich gemerkt. Jedes Mal, wenn ich auch nur in die Nähe dieses Songs gekommen bin, hatte ich einen Ohrwurm dafür, dass ich eigentlich gar nicht der riesigste Fan davon bin, aber Frankreich kann eben Junior ESC. Aus irgendeinem Grund, seitdem sie wiedergekehrt sind, vor 2 Jahren, haben sie irgendwie immer nur coole Songs gebracht. Ich fand schon letztes Jahr ganz cool. Und dieses Mal auch, Valentina ist unfassbar süß. Wie kann man nur so süß sein? Die Strophen sind auch echt cool. Ich finde dann, wie bei Solaire, finde ich den Refrain dann nicht so cool wie die Strophen, aber trotzdem ziemlich eingängig. Und ich glaube, es hat auch gute Chancen. Von mir sind es 8 Punkte. Last but not least. Also eigentlich können wir abbrechen, weil mein Redebeitrag wurde mir eigentlich gerade schon so ein bisschen geklaut, mein lieber Benny. Ja, was soll ich zu Frankreich sagen? Ich bin natürlich immer ein bisschen voreingenommen, was Frankreich angeht. Ich warte immer noch auf den Tag, ob es jetzt Junior Eurovision oder auch der
normale ESC ist, ob es jetzt nach Paris geht oder nach Marseille an die Côte d'Azur, Hauptsache wir fahren irgendwann alle nach Frankreich, das wünsche ich mir und deshalb ist es wahrscheinlich auch keine große Überraschung letztendlich, dass Frankreich das dritte Jahr in Folge beim Junior Eurovision für mich auch ganz vorne gelandet ist und ich kann das eigentlich nur, Benny, was du gesagt hast, unterstreichen. Ich habe den Song tatsächlich auch schon mehrmals gehört, also über das, wie ich die anderen Songs gehört habe, auch hinaus, einfach weil der Song irgendwie unheimlich leicht rüberkommt und wie du schon sagtest, irgendwie so ein Gefühl von Fröhlichkeit versprüht, könnte auf Spotify in der Happy Hits Playlist laufen und würde sich super ergänzen und dazu dann natürlich auch noch Valentina, muss man auch den französischen Fernsehsender loben, die mal wieder eine perfekte Künstlerinnenauswahl getroffen haben, da passt wirklich wieder alles zusammen und ich glaube auch, dass diesmal beim Auftritt das Zusammenkommen wird, zum einen könnte ihr auch helfen, dass die Bühne nicht so groß ist und sie ist jetzt auch nicht so groß, also dann geht sie auch gar nicht, geht sie nicht so doll unter. Ich glaube aber trotzdem, dass sie irgendwie Tänzer oder irgendwie so wie im Musikvideo auch haben wird und auch da fand ich es einfach schon total gut und schön umgesetzt, wie du es letztendlich schon gesagt hattest, also der Songtext versprüht eigentlich genau das Gefühl, was sicherlich auch viele Kinder und Jugendliche in diesem Jahr haben, auch wenn sicherlich viele das bei dem Song gar nicht so raushören werden, weil es nun mal Französisch ist und nicht deren Sprache. Aber wenn man das irgendwie auch auf die Bühne rüberkriegt und irgendwie diese imaginäre Vorstellung irgendwie, wenn man das noch irgendwie mit rüber bekommt, dann ist das, glaube ich, auch ein Song, der bei den Jurys deshalb sehr gut ankommen könnte. Und ich kann abschließend eigentlich nur sagen, dass ich mir herzens wünsche, dass Frankreich dieses Jahr den Junior Eurovision gewinnt, denn man sagt ja, alle guten Dinge sind drei und nachdem es jetzt zweimal nicht ganz gereicht hat, finde ich, ist es jetzt wirklich wirklich an der Zeit, dass Frankreich es gewinnt und dass wir nicht zum x-ten Mal wieder nach Polen antanzen müssen, sondern es ins schöne Frankreich geht und deshalb gibt es auch von mir 12 Punkte. Wir haben jetzt schon Polen gekannt. Schönes werden. Schlusswort, wobei das Polen-Bashing am Ende weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen. Ich distanziere mich. Ne? Ja, aber ich will natürlich trotzdem nicht die Kommentare zu Frankreich unterschlagen. Frankreich, mein Platz 2, sagt Julian. Leopold, Frankreich, mein zweiter Platz, ist so catchy. Danke, Frankreich. Gerrit, Dito. Frankreich, mein Platz 2 mit 10 Punkten, sagt ESC-Fan 2009. Igit, also der Komponist, hat schon wieder einen kindgerechten Song gezaubert. Tina, mein Top-Song, Platz 1, 12 Punkte. Frech, optimistisch, positive Stimmung. Das fasst eigentlich sehr gut zusammen. Matti, ich finde den französischen Beitrag deutlich besser als den des letzten Jahres. Official ESC, Frankreich wird vielleicht nicht gewinnen, ist aber meine Nummer 1, voll catchy. David Z, jetzt bin ich gesprungen, stimmt Benny voll zu, das ist immer gut. Das ist genau die Art von Song, die ich beim JESC hören möchte. 12 Punkte wird hoffentlich Top 3 am Sonntag. ESC Germany, nach Spanien der beste Beitrag, Duspoir. Frankreich auf dem 4. Platz. Platz 1, Frankreich, 12 Punkte. Genau, dann haben hier schon einige ihre Top 3 gepostet. Das wollen wir jetzt ja noch zum Schluss machen, dass wir unsere Top 3 vorlesen. Wenn ihr auch nochmal eure Top 3 in den Kommentaren posten wollt, dann sehr gerne, die lese ich gleich auch noch vor. Ich möchte starten mit dem Zwischenstand auch bei unserem Leservoting auf ESC Kompakt. Den Link dazu habe ich gerade auch mal hier in die Kommentare gepostet und ihr findet den Beitrag natürlich weiterhin auf ESC Kompakt. Wir haben gefragt, welche Beiträge sind deine Favoriten für den JESC 2020? Mal
konnte bis zu 3 auswählen. Im Moment führt, ich habe es vorhin schon gesagt, Polen. Ich glaube nicht nur aufgrund der ESC-Kompaktleser, sondern da ist eben, ja, wurden Fans ein bisschen mobilisiert über irgendwelche Kanäle. Wobei nur 10 Votes dahinter, also Polen hat 17%, 106 Stimmen. Spanien hat 16%, 96 Stimmen. Und dann auf Platz 3, vielleicht aber auf einem deutschsprachigen Fanblog jetzt auch nicht überraschend, liegt dann Deutschland zusammen mit Stronger With You, 12%, 74 Stimmen. Und dahinter dann Valentina aus Frankreich und Unity aus den Niederlande. Und genau, wir haben es vorhin schon gesagt, Russland liegt im Moment auf dem letzten Platz. Belarus ist tatsächlich ein bisschen abgestürzt. Aliens liegt da im Moment auf Platz 6. Schauen wir mal. Also noch ist alles möglich und es ist ja auch nur so ein Trendbarometer auf ESC Kompakt. Das eigentliche Voting kann dann ganz anders aussehen. Aber wenn ihr wollt, stimmt da doch gerne noch mit ab. So, ich würde sagen, wir sagen unsere Top 3 und dann lese ich hier jeweils nochmal die Top 3 vor, die noch gepostet wurden. Max, willst du wieder starten? Yes, bei mir sind es Kasachstan, Polen und Spanien. Es sind auch komischerweise die Top 3. Also von oben nach unten oder von unten? Und das ist jetzt oder das ist gemischt. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, auf Platz 1 ist Spanien bei mir, auf Platz 2 Polen und auf Platz 3 dann Kasachstan. Ich könnte aber keinen Tipp abgeben, wer jetzt davon gewinnt oder ob jemand davon gewinnt, ich bin mir dann nicht sicher. Ich glaube, alle drei werden nicht so schlecht abschneiden. Ich glaube, Polen und Spanien werden vorne mit dabei sein. Ich glaube, Weißrussland wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, wieso ich Frankreich gar nicht so viel zutraue. Müsste man eigentlich schon, aber ich sehe die gar nicht so weit vorne, wie sie eigentlich bei uns sind. Weiß nicht wieso. Mhm. Flo? Ja, also ich finde es gerade recht, bin jetzt gerade doch nochmal in Konflikte gekommen, weil mein Platz 3 jetzt doch irgendwie zweigeteilt ist und ich es gerade sehr schwierig finde. Also eigentlich stand auf Platz 3 Spanien. Ich mach's einfach so wie Vlogs und mache jetzt eine Honorable Mention für die Ukraine. An dieser Stelle nochmal, der Song sei erwähnt und ich wünsche ihm alles Gute. Auf Platz 2 habe ich dann tatsächlich Deutschland gesetzt, einfach weil ich den also Song... Also Ukraine auf 4 und Spanien auf 3, ja? Ja, genau, okay. Ja. Mhm. Ja. Genau, dann habe ich Deutschland auf Platz 2, einfach weil ich den Song irgendwie, je öfter ich den höre und je öfter ich das Video sehe, umso mehr trellere ich im Refrain schon mit und es hört sich einfach gut an und abgesehen davon freue ich mich natürlich auch einfach, dass Deutschland jetzt dabei ist und das darf ja, glaube ich, auch durchaus ein bisschen mit reinspielen. Wäre jetzt was anderes, wenn der Song eine Vollkatastrophe wäre, aber das ist ja um Gottes Willen nicht der Fall. Und dann natürlich unerwarteter Wege auf Platz 1 Frankreich. Mit Abstand. Bei mir hat auch Spanien mit um Platz 3 gekämpft, hat aber im Gegensatz zu dir, Flo, verloren. Also Spanien ist ganz knapp jetzt kurz vor Schluss ausgeflogen. Ich habe auf der 3 jetzt Belarus, habe dann auf der 2 die Ukraine und auf Platz 1 auch Frankreich. Kurz und knapp, weil genau, eigentlich haben wir ja alles schon dazu gesagt. Ich lese aber natürlich noch die Hitlisten der Leser vor. Julian hat gleich versucht, uns die Top 5 unterzujubeln. Erster Spanien, zweiter Frankreich, dritter Polen, in Klammern 5. Deutschland. Er wird beim Online-Voting Spanien, Frankreich, Deutschland wählen. Leopold votet für Deutschland, Frankreich und Belarus. Wir kriegen 12 Punkte von Tina. Hat Spaß mit uns drei gemacht. Danke, Tina. Das freut uns. Dankeschön. Es hat auch viel Spaß mit euch gemacht.
So, jetzt Matti. Erster Weißrussland, zweiter Ukraine, dritter Spanien. ESC Germany, 12 Punkte Spanien, 10 Punkte Frankreich, 8 Punkte Ukraine. Leopold, erster Belarus, zweiter Frankreich, dritter Spanien. Tina, erster Frankreich, zweiter Spanien, dritter Russland. Official ESC, erster Frankreich, zweiter Polen, dritter Spanien. Gerrit, erster Spanien, zweiter Frankreich, dritter Belarus, in Klammern vierter Deutschland. ESC-Fan 2009, erster Belarus, zweiter Frankreich, dritter Deutschland. Die einzigen drei, die bei ihm auf Repeat sind: Niederlande Platz 4. Official ESC, Deutschland, ach so, ich finde, es ist echt schwierig, eine Top 5 zu bilden. Deutschland wird auf Platz 9 bis 10 landen. David schreibt noch, die Top 3 bei Bibi-Blog sind interessant. Erster Georgien, zweiter Spanien, dritter Belarus. Und dann, David gibt noch einen Tipp ab für Sonntag. Erster Polen, zweiter Spanien, dritter Frankreich. Halte ich jetzt für gar nicht so unrealistisch. Wir werden sehen, ob das so passiert. Jedenfalls sind wir für heute am Ende unseres ESC Kompakt Live angekommen, des Junior Eurovision Song Contest Spezial 2020. Toll, dass viele zugeguckt haben. Vielen Dank, Max und Flo, dass ihr dabei wart. Es hat viel Spaß gemacht. Wir werden natürlich die ganze Woche noch auf ESC Kompakt über den JESC berichten mit allen möglichen Formaten. Wie gesagt, es wird noch ein Interview mit Susanne geben. Am Freitag geht dann ja das Voting los. Darüber werden wir natürlich berichten. Es gibt, wenn euch jetzt das Kommentieren und Lesen und Zuschauen Spaß gemacht hat, am Sonntag natürlich auch einen Live-Blog zum Junior ESC. Das heißt, wir bloggen den Verlauf der Show dann da live und ihr könnt in den Kommentaren auf dem Blog diskutieren, kommentieren. Werten natürlich. Schaut gerne vorbei. Ihr findet uns auch auf sämtlichen sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram. Und außerdem, ja, könnt ihr uns, wie gesagt, hier auf YouTube abonnieren, den Podcast abonnieren. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit reinschaut. Wünschen euch jetzt erstmal einen super tollen Junior ESC am Sonntag und sehen uns dann hoffentlich ganz bald wieder. Euch allen einen schönen Abend noch. Macht's gut. Ciao, ciao.